Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Coralie Signoret, Ihre Moderatorin, und ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir werden uns heute mit dem Thema Errechnung in Deutschland beschäftigen und Ihnen hilfreiche Einblicke sowie praxisnahe Tipps mit auf den Weg geben. Und mit mir ist heute Michael Hoch. So, Michael. Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Michael Hoch, ein Urgestein hier in der Webinarwelt bei der TrueCommerce. Und heute geht es wieder mal um die Verpflichtung zur Einführung der E-Rechnung im Geschäftskundenumfeld in Deutschland. Und ja, Coralie, dann legen wir gleich los, würde ich sagen. Ja? Los geht's. Ja, eine kurze Agenda der heutigen Veranstaltung. Also zu Beginn erklären wir nochmal ganz kurz, was das deutsche Mandat bedeutet, was die Hintergründe sind, wo es herkommt, was. Dann werde ich Ihnen ein paar Umsetzungsoptionen erläutern, weil das Gesetz, das Wachstumschancengesetz, gibt ja da ein paar Freiheitsgrade, mit denen Sie Möglichkeiten haben, das ein oder andere frei zu gestalten und zu machen. Wir haben auch schon erfolgreiche Projekte am Laufen mit Kunden, daraus ein paar Erfahrungen und weitere Empfehlungen, die helfen können, Ihre Entscheidung in Richtung der E-Rechnung noch zu optimieren oder vielleicht andere Optionen zu erwägen. Und natürlich ist zum Ende, wie eines jeden unseres Webinars, noch Zeit für die Fragen. Diese bitte im Chat uns schreiben, die wir dann im Nachgang oder am Ende der Sitzung beantworten oder wenn es zu viele sind, eben entsprechend per E-Mail dann auf Sie zurückkommen. Ja, das verpflichtende E-Rechnungsmandat in Deutschland im B2B-Bereich kurz erklärt. Wir sprechen ja schon seit geraumer Zeit über das sogenannte Wachstumschancengesetz und es bringt ja auch ein Paket von Änderungen bei der Rechnungslegung mit, was dann im März verabschiedet wurde, final im Bundestag und Bundesrat. Es gab auch Anpassungen im Umsatzsteuergesetz und in der Mehrwertsteuerrichtlinie, damit diese Gesetze alle synchronisiert sind. Der Hauptpunkt, der zu berücksichtigen ist oder den Sie wissen wollen, ist, die Priorität der Papierrechnung entfällt zum 1.1. und die Priorität schiebt sich von der Papierrechnung auf die elektronische Rechnung in einem sogenannten Euronorm 16931 Formaten, die es da gibt. Und es gibt eine Übergangsfrist auch noch für Papier, aber es wird die Priorität in Zukunft durch das Ministerium und den Gesetzgeber eben auf elektronisch strukturierte Rechnungen verschoben. Bestehende EDI-Verfahren oder EDI-Formate, die etabliert sind, es gibt ja einige Teilnehmer im Markt, die sich da ihre eigenen EDI-Formate entsprechend ihrer Prozesse gebaut haben und die im Markt genutzt werden. Gibt es noch für 3 Jahre. Und anschließend müssen da auch Änderungen sein. Mit diesen müssen dann kompatibel zur Euronorm gemacht werden. Aber es gibt dann noch einen Bestandsschutz für die Investition. Betroffen sind inländische Firmen. Das heißt, aber auch nur dann, wenn eine Firma, die Sitz in Deutschland hat, an eine andere Firma, die auch ihren Sitz in Deutschland hat, eine Rechnung schickt. Also B2B steht ja für Unternehmen zu Unternehmen und inländisch heißt, das betrifft nur Firmen mit Sitz oder Steuerpflicht in Deutschland. Für die gilt es. Es geht also nicht darum, wenn eine deutsche Firma eine Rechnung nach Frankreich schickt, das ist davon nicht betroffen. Also grenzüberschreitende oder EU-interne Rechnungen sind davon nicht betroffen aktuell. Die Übermittlung ist nicht reguliert. Werden wir gleich dazu kommen, was wir für Möglichkeiten haben. Und es war eine Zeit lang ja immer in der Diskussion, dass auch gleich ein digitales Meldesystem kommen wird. Es ist auch jetzt im Moment nicht Teil der aktuellen Umsetzungsphase. Da bereitet die Regierung ein weiteres Paket vor, wo das dann in Einklang mit der europäischen Wiederinitiative passieren wird. Wieder steht für VAT in the Digital Age. Da hat sich die Europäische Kommission was einfallen lassen, um grenzüberschreitende Zahlungen und Rechnungen kontrollieren zu können und dort so Themen wie Mehrwertsteuer, Karussellgeschäften und Ähnlichem zu entgehen. Aber wie gesagt, das ist etwas, was so 2030 ungefähr kommen wird. Aktuell ist da noch die Abstimmung in den ECOFIN-Runden. Ja, wie sieht die Zeitschiene aus, die Zeitachse?
2023 waren die ersten Entwürfe veröffentlicht, wie es denn nun endlich aussehen sollte. Im März verabschiedet im Bundestag und Bundesrat. Zum 1. Januar 2025 ist es jetzt dann soweit, dass Unternehmen sich vorbereiten müssen auf den Empfang von elektronisch strukturierten Rechnungen, die der Euronorm 16931 entsprechen. 2027 tritt dann auch die Verpflichtung zum Versand für Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 800.000 Euro in Kraft. Spätestens im 1. Januar 2028 müssen dann auch alle anderen Unternehmen auch elektronische Rechnungen in den Formaten versenden. Das ist also dafür für den Versand noch etwas Zeit, aber ob das Sinn macht, ob man es nicht gleich jetzt macht, müssen Sie selber entscheiden. Ja, was bedeutet das für Sie zum Stichtag 1.1.2025? Papier, unstrukturierte elektronische Formate wie PDF sind noch möglich, etablierte EDI-Formate auch weiterhin möglich. Aber ab dem Zeitpunkt kann jede Firma, die sagt, hey, ich möchte schon auf die neue Rechnungsformate umstellen, eben diese auch versenden. Und der Empfänger der Rechnung muss diese auch annehmen. Es gibt dort, wie aktuell noch für PDF-Dokumente, wo man ja sagen kann, nee, ich möchte lieber ein anderes Format, ich möchte Papier haben heute, kann man dann nicht mehr widersprechen, wenn man eine elektronisch strukturierte Rechnung bekommt. Der Empfang ist somit verpflichtend anzubieten von Firmen. Unsere Empfehlung ist, warum nicht gleich beides, senden und empfangen in einem Projekt zu machen. Warum würden Sie 2 Jahre warten, um die zweite Hälfte eines Projekts zu vollenden? Also wie gesagt, unsere Empfehlung ist, nutzen Sie doch gleich auch den Senden, die Sendemöglichkeit, stellen von Papier, PDF, unstrukturierten Rechnungen auf, Euronorm-Rechnungen um. Dann haben Sie das ganze Projekt in einem Rutsch gemacht und gewinnen auch noch Effizienz, indem elektronische Rechnungen automatisch importiert werden können in Ihr Buchhaltungssystem oder in Ihr ERP-System und nicht mehr ein Abschreiben oder Copy und Paste der Daten, was ja auch fehleranfällig passieren muss. Ja, zum 1.1.27 sind dann Papier- und unstrukturierte Formate für rechnungsausstellende Firmen mit über 800.000 nicht mehr möglich. Es ist dann die EN 16931 verpflichtend. Weiterhin gilt für EDI-Formate den Bestandsschutz. Für Firmen, die ausstellen und kleine 800.000, ändert sich nicht. Das passiert eben dann erst zum 1.1.28. Ein Hinweis, was ich jetzt kurz auch noch ein paar Klarstellungen und Neuerungen gab aus dem Schreiben des Bundesfinanzministeriums, ist so, diese etablierten EDI-Formate, da haben die Lobbyisten gute Arbeit geleistet, können auch nach dem 1.1.2028 weiter verwendet werden. Es ist allerdings so, dass diese interoperabel gemacht werden müssen zur Euronorm-Rechnung. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass bei den EDI-Formaten dann Anpassungen auf eine neue Version ansteht oder Daten ergänzt werden müssen, weil Interoperabilität, ich komme später noch dazu, heißt, in der EDI-Rechnung müssen alle Inhalte drin sein, die dann nur konvertiert werden, quasi in ein anderes Format, was der EN 16931 entspricht, für die zukünftig geplanten Meldesysteme dort. Ja? Also der Hinweis, da könnte dann nochmal eine Baustelle entsprechend kommen. Ja, kurz erläutert, was sind denn Rechnungen im EN 16931 Format? Die EN 16931 stammt von dem Europäischen Normungsinstitut der CEN. Arbeitet zusammen mit allen anderen Normungsinstituten in Europa. In Deutschland ist es die DIN, wo von 2014, als die Direktive für die Behördenrechnungen in der EU verabschiedet wurde, eben es erste Aufgabe war, eine allgemeine Verständlichkeit und einen gemeinsamen Standard für eine Kernrechnung zu entwickeln. Und diese Norm ist jetzt auch die Grundlage für die Formate, die die Bundesregierung erlaubt beim Austausch der elektronisch strukturierten Rechnung. Typische Formate, die heute populär sind und auch normenkonform sind,
sind die X-Rechnung, die ja entwickelt wurde und seit 2019 zum Einsatz kam, wenn eine Firma etwas an Behörden liefert und dann eine Rechnung schickt, da ist das X-Rechnungsformat das zu nutzende Format. Die Zugpferd-Community ist ja seit mehr als 10 Jahren aktiv und hat ja das hybride Format XML in PDF eingebettet entwickelt. Auch die haben ihr Format entsprechend aktualisiert, dass es konform oder compliant ist zu den Euronorm-Richtlinien. Auch das ist eine Möglichkeit, dieses Format zu nutzen. Das sind aus meiner Sicht die beiden am meisten verwendeten und populärsten Formate, die wir in Deutschland im Einsatz haben, die der Norm folgen. Der Vollständigkeit halber, ja, Peppol BIS wäre auch ab Version 3 normenkonform. Da ist ja allerdings aber die Frage, wie viele Unternehmen nutzen aktuell ja Peppol, das Netzwerk für den sicheren Datenaustausch in Deutschland. Die Quote ist noch nicht besonders hoch. Sollte sich das ändern, wird auch sicher das noch deutlich stärker zum Einsatz kommen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es auch weitere Formate geben kann oder sehr wahrscheinlich auch geben wird, die voll konform der Euronorm sind, aber mit den beiden genannten X-Rechnung und Zugpferd wären sie zumindest in dem Segment unterwegs, der heute am bekanntesten und bestehenden Formate für die Euronorm. Ja, welche Optionen gibt es bei der Umsetzung? Wie ich sagte, der Gesetzgeber hat uns ja schon ein paar Freiheitsgrade erlaubt im Gesetz. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was eine Zugpferdrechnung ist, hier ist ein Beispiel genannt. Das ist ein PDF-Dokument, wo dann hier, wenn Sie auf die Klammer gehen im Acrobat Reader oder im Adobe Reader, hier eine eingebettete Datei sichtbar ist, die man auch rausladen kann, die auch von Maschinen verarbeitet werden kann oder Computersystem, die Sie dann automatisiert in Ihr Buchhaltungs- oder ERP-System importieren können. Der Gesetzgeber definiert dann hier jetzt die PDF-Rechnung quasi als Briefumschlag beim Versand der elektronischen Rechnung. Die rechtsgültige Rechnung ist das Zugpferd XML, was hier eingebettet ist. Kurz erläutert auch, was ist die X-Rechnung? Die X-Rechnung ist ein reines, strukturiertes XML-Format. Ich habe hier links ein Beispiel mal mitgebracht, wie sowas aussehen könnte. Schon schwieriger zu verarbeiten, aber für Maschinen halt sehr gut lesbar. Wie gesagt, wird auch heute schon verwendet für Rechnungen an deutsche Behörden. Wichtig vielleicht als Tipp noch für Sie, wenn Sie die Notwendigkeit haben, sogenannte rechnungsbegleitende Dokumente mitzusenden an den Empfänger, dann so etwas wie PDF-Dokumente oder Bildformate, dann können die in die XML-Struktur mit eingebettet werden. Ist etwas aufwendiger bei der Erstellung, aber gibt die Möglichkeit, dort entsprechend Zusatzdokumente. Additional Source Documents heißt es in der Spezifikation oder im Amtsdeutsch rechnungsbegleitende Dokumente eben mit zu übertragen. Dann die Übertragung heute an Bundesbehörden auch kurz erläutert. Wenn Sie Lieferant an Behörden sind, über unseren Service binden wir entweder über die Peppol-Infrastruktur an verschiedene Portale an, die Bund und Länder hier aufgesetzt haben. Nicht alle Länder bieten ein Portal, da gibt es auch so einen 1-zu-1-Versand. Dezentralisierte Empfänger benennen wir es in der Methodik. Da würden wir dann entsprechend mit E-Mail umstellen automatisch. So heißt, können wir den Empfänger nicht über Peppol erreichen. Dann gehen wir auf E-Mail und nutzen als Medium zur Übertragung die E-Mail hier. Ja, generell noch etwas zu den Übertragungsregeln. Wird, weil es im Gesetz nicht festgelegt ist, eine Ansprache Ihrer Kunden und Lieferanten eben nötig machen, zu definieren, okay, in welcher Art und Weise möchten Sie die austauschen. Wir erwarten eigentlich, dass E-Mail das bevorzugte Übertragungsmedium sein wird, weil das für alle einfach am einfachsten zu nutzen ist. Hat auch etwas Hürden, komme ich später noch dazu, aber um zu starten, war auch eine Anfrage im Bundestag gestellt. Reicht es als minimale Lösung entsprechend aus?
Sicherer wären natürlich Übertragungswege wie AS2, FTP oder PEPPOL. Aber um erstmal zu starten und alles zu haben, kann man damit gut loslegen. Gilt auch für beide Übertragungswege, für Versand wie Empfang. Ja, was müssen Sie wissen, auch weit darüber hinaus noch, um sich vorzubereiten? Sie müssen empfangsbereit sein für E-Rechnungen in den EN16931 Compliant Formaten. Sind die typischen Vertreter bekannt in Deutschland Zug, Pferd und X-Rechnung? Meine Empfehlung ist, ich würde mich, um flexibel Ihren Lieferanten gegenüber zu sein, auf beide Formate eingehen, vorzubereiten und vielleicht auch auf jeden Fall ein E-Mail-Postfach bereitstellen, wo das hin übertragen werden wird. Sie können auch andere Übertragungskanäle natürlich anbieten, das nicht, aber das einfachste und schnellste wäre E-Mail, auch wenn es nicht das sicherste ist. Bei der Versandrichtung können Sie entscheiden. Ich würde empfehlen, dass wir sagen, hey, Sie sagen entweder Zugpferd oder X-Rechnung ist Ihr favorisiertes Format. Sie setzen es um. Wenn Sie flexibel gegenüber Ihren Kunden haben oder Sie haben Kunden, die haben eigene Vorstellungen, kann ja sein, Sie entscheiden sich für Zugpferd als favorisiertes Format, aber Sie haben einen großen Kunden, der sagt, nee, mir wäre X-Rechnung lieber. Müssen Sie beide Formate überlegen zu nutzen. Einfachste Wahl wäre auch hier E-Mail, aber es könnte natürlich auch sein, dass Sie sagen, hey, ich habe ein gewisses Sicherheitsbedürfnis, ich würde da lieber in Abstimmung mit meinem Geschäftspartner auf einem anderen Kommunikationskanal wie PEPPOL oder FTP oder AS2 umsteigen, um das sicherer und robuster zu machen. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, es gibt eine Archivierungspflicht für 10 Jahre für elektronische Rechnungen. Ist ja auch für Rechnungen heute schon so, die in Papier ausgetauscht werden. Auch das gilt für die elektronischen Rechnungen. Überlegen Sie sich, wie Sie die eben entsprechend den GOBD-Richtlinien umsetzen möchten. Ganz wichtiger Hinweis, erstellen Sie auf jeden Fall eine Verfahrensdokumentation, wo dokumentiert ist, wie Sie mit den Rechnungen umgehen, weil das ist, wenn eine Steuerprüfung ins Haus kommt und die gehen in den Bereich der elektronischen Rechnungsformate rein, das Erste, was vom Steuerprüfer sicher gefragt werden wird, wo ist Ihre Verfahrensdokumentation? Ja? Also grundlegend so, jetzt noch einiges näher erläutert zu Vor- und Nachteilen bei der E-Mail-Übertragung. Natürlich, es ist das Einfachste, es geht schnell, damit sind die Mindestanforderungen erfüllt. Man kann auch ganz leicht neue Lieferanten oder neue Kunden onboarden, indem man einfach sagt, hey, neue Rechnung an die E-Mail-Adresse von dem neuen Kunden oder Sie haben einen neuen Lieferanten, der was schickt und Sie sagen dem Handwerker, der letzte Woche da war, die Außenfassade vom Gebäude zu streichen, schickt die Rechnung doch auf mein E-Mail-Postfach in Zugpferdformat, geht ganz einfach. Aber könnte sein, dass eben die Einfachheit auch Tür und Tor öffnet in Richtung Spams, die in dem Postfach landen, Betrugsversuche oder Phishing, die dann kommen. Da sollten Sie sich dann auch überlegen, okay, wollen wir das, wie sichern wir uns gegen diese Dinge ab, was können wir da tun? Also ausbalancieren, was macht Sinn? Oder Sie entscheiden sich für technisch bessere Alternativen, wie gesagt, PEPPOL, Netzwerk, die TrueCommerce, wir sind ja auch PEPPOL Access Point Service Provider, könnten den Service anbieten. Oder die typischen etablierten Übertragungswege im EDIFACT-Austausch, FTP, FTPS, AS2, Webservice-Themen sind ja da ganz stark und kommen. Der Hinweis sei auf jeden Fall gegeben, dass wenn später das Meldesystem noch kommt, also der eigentliche Grund für die Umsetzung der digitalen Rechnung oder elektronischen Rechnung ist ja, dass der Staat irgendwann mal Meldedaten aus den Rechnungen haben möchte, so wie Italien als Vorreiter in Europa das gemacht hat, dann könnte es etwas hakelig werden, wenn die E-Mails hin und her gehen. Spätestens dann ist vielleicht sinnvoll, auf andere Übertragungsmedien zu gehen. Ja, weitere Erfahrungen und Empfehlungen noch dazu. Treten Sie mit Ihren Geschäftspartnern in Kontakt, sprechen Sie Ihre Lieferanten, Ihre Kunden an, und informieren Sie über Ihre Pläne. Wir haben das bei einigen unserer Kunden gesehen, die sagen, die ein Schreiben oder eine E-Mail aufsetzen an ihre Lieferanten und sagen, sehr geehrter Lieferant, wir planen zum 1.1. bereit zu sein für den Empfang elektronischer Rechnung.
Zum Beispiel unterstützen wir als favorisiertes Format die Zugpferd in Rechnung. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, damit wir den Übertragungskanal abstimmen können, über den Sie das Format senden möchten. Oder teilen Sie uns mit, wenn Sie planen, ein anderes EN, Euronorm-Compliant-Format zu machen. Und wenn es irgendwelche Besonderheiten oder Wünsche gibt, die Sie von Ihren Lieferanten an der einen oder anderen Stelle noch ergänzt haben möchten, dann würde sich jetzt der Augenblick ergeben, das entsprechend kundzutun und bekannt zu geben. Auch auf der Kundenseite, wenn Sie den Versand empfehlen, lassen Sie Ihre Kunden über Ihre Pläne wissen, schicken Sie nicht einfach eine X-Rechnung raus an irgendeine E-Mail-Adresse bei Ihren Kunden, sondern sagen Sie, ich habe ein favorisiertes Format, ich plane dies ab 1.1. oder ab 1.4.2025 zu versenden. Fordern Sie Ihre Kunden auf, die Übertragungsmöglichkeit zu benennen und dann ist es ein Zusammenspiel von zwei Geschäftspartnern und nicht einfach ein vogelwildes Hin- und Herschicken von E-Mails ohne Kontakt aufzunehmen. Also auch in Kontakt treten mit einem netten Anschreiben, einer E-Mail mit Kunden und Lieferanten hilft sicherlich der Geschäftsbeziehung. Ja, zum Abschluss, bevor wir zu Ende kommen, noch ein Hinweis zu einem Thema, das jetzt klargestellt wurde von dem Entwurfsschreiben des Bundesministeriums für Finanzen im Juni zu den EDI-Formaten. Es sah ursprünglich ja so aus, dass nur 3 Jahre Übergangsfrist oder Bestandsschutz beherrschte für die EDI-Formate. Bestehende EDI-Formate können auch nach 2028 noch genutzt werden, unter dem Hinweis, und ich habe den Gesetzestext hier rechts reinkopiert oder die Stellungnahme, was dieser Begriff Interoperability, der dann gefordert ist ab 1.1.28 bedeutet. Wenn weiterhin EDIFACT an Sie und Trader kommt, die heute nicht von der Euronorm umfasst sind, verwendet werden sollen, kann das gemacht werden. Es muss aber gewährleistet sein, dass die Nachrichten, die ausgetauscht werden, interoperabel sind mit der Norm, das heißt verlustfrei von dem EDI-Format in ein Euronorm-konformes Format passieren kann. Ja, also das bitte berücksichtigen, nicht, dass Sie dann Ende 2027 überrascht sind, dass zum 1.1.28 auf einmal was eine Änderung nötig ist, weil irgendwelche Daten fehlen, nicht vorhanden sind, die in der Euronorm eben wichtig sind oder dass Sie Daten von dem einen Format nicht ohne Informationsverlust in das andere überführen können. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Wie sieht unsere Managed Service Lösung aus für E-Invoicing und EDI? Wir haben eine sogenannte Integrationsplattform in der Mitte. Wir setzen Ihnen da einen Hub auf, wo Ihre Daten ausgetauscht werden. Wir binden auf der linken Seite Ihre ERP-Systeme an. Kann auch sein in anderen Ländern. Wir haben ja nicht nur in Deutschland Änderungen an der E-Rechnung. Wir haben ja auch in Frankreich Ankündigungen, in Polen, wo es verschoben wurde. Italien haben wir schon länger, wo es weitere Verpflichtungen darüber hinaus gibt. Und mit unserer Plattform können wir auf der rechten Seite dann entweder E-Rechnungen zu Ihren Kunden oder von Ihren Lieferanten empfangen und für Sie verarbeiten. Wir können auch die anderen Datenformate EDI, EDIFACT oder X12 mit Kunden und Lieferanten austauschen. Wir können da auch andere Belegarten wie Bestellungen, Bestellbestätigungen, Lieferankündigungen, natürlich auch die Rechnungen hier austauschen in allen möglichen Formaten, mit allen möglichen anderen Netzwerken und mit allen möglichen anderen Übertragungswegen. Aber das Grüne hier auf der rechten Seite, wir können auch an andere Portale verbinden, wie zum Beispiel das in Frankreich geplante Reporting-Portal, das für 2026 angekündigt ist. Das KSEF-Portal in Polen, was geplant war, aber jetzt erst 2026 kommt, oder in Italien das SRI, in Portugal Vorgaben, die es da gibt mit Signatur, in Spanien mit einem Realtime-Reporting zu einer Plattform, die sich SRI nennt, oder zu 2 weiteren Themen, die da neu aufkommen.
Wir können über die Integrationsplattform mit einer Anbindung an Ihre Systeme all diese Lösungen mit anbieten. Ja, Coralie, damit sind wir am Ende der meines Teils angekommen. Du hast noch ein paar weitere Informationen vorbereitet. So, bitte. So, erste Sache, danke, Michael, für alle diese Info. Das war wunderbar. Wenn Sie brauchen ein bisschen mehr, wir haben ein Glossar auf unserer Webseite, die FAQs. So, Sie können da lesen, Entschuldigung, über XML, X-Rechnung, FTP, EDIFACT, Zugfeld. So, Sie können weitere Informationen da haben. Wenn Sie möchten, andere E-Rechnung-Informationen für andere Länder. Im Juni hatten wir ein Webinar, und Thema war Deutschland, Polen, Spanien und Rumänien. Sie können es schauen auf unserer Webseite auch. Und für Dokumente, wir haben diese Lieferkette Trend 2024 Dokumente. Sie können hier am Link sehen. Und wir haben auch unser neues Dokument für die EDI-Integration mit SAP S/4HANA. Wir sind, ich denke, Michael, es war letzten Monat mit SAP für S/4HANA und auch Teil von dem SAP Grow-Programm. So, wenn Sie diese Plattform benutzen, wirken absolut die Anbindung hier für Sie, Umsetzen. wir können alle die Integration bei einem Metallsystem. So. So, wir haben Oracle, Microsoft, SAP, so, es geht und so weiter. Denn ich denke, es ist Zeit für Fragen und Worten. Und leider, ich habe keinen gesehen im Chat, aber Sie können immer uns schreiben auf kontakt@truecommerce.com und uns die Frage stellen. Wir werden Sie einfach antworten. So, und das war, ich denke, alles für heute, Michael. Jo, dann sage ich danke für die Einladung, Coralie, und wünsche den Teilnehmern gute Zeit. Vielen Dank, Helen, und bis nächsten Monat. Ja, wir werden ein neues Webinar auch machen. Danke. Danke, ciao.